Willkommen bei Granisolar. Ich habe für euch heute wieder ein Update. Diesmal ist es gleich ein neuer Hersteller. Wir haben seit kurzem die Gewerbespeicher von Pixi bei uns im Portfolio. Ich habe mir den PowerShaver 2 von Pixi einmal näher angeschaut und die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst. Der PowerShaver 2 ist ein modulares Energiesystem und kann eine Vielzahl von energiesparenden oder netzunterstützenden Diensten anbieten. Diese Funktionen können autonom ausgeführt werden oder durch Befehle und Einstellungen von übergeordneten Energiemanagementsystemen gesteuert werden. Die Kommunikation kann dann über verschiedene Protokolle stattfinden. Jeder Schrank hat die IP55 Schutzklasse und kann bis zu 50 Kilowatt Stromumwandlung und 120 Kilowattstunden Energiespeicherkapazität aufnehmen. Das ist je nach Batterietyp und Modell unterschiedlich. Die genauen Angaben sind auf den Datenblättern des Herstellers zu finden. Am einfachsten findet ihr diese in unserem Webshop direkt bei den Produkten. Der PowerShaver 2 ist vollständig in das Stromnetz integrierbar und bereit, an dieses angeschlossen zu werden, um Anwendungen wie solaren Eigenverbrauch, Lastreduzierung, Peak Shaving, Stromhandeln und verschiedene Zusatzdienste zu ermöglichen. Die Energieumwandlung im PowerShaver 2 wird durch die Pixi Box, ein bidirektionales 3,3 Kilowatt AC-DC-Wandlermodul, erreicht. Das System umfasst den Pixi Gateway Controller, der fortschrittliche Überwachungs- und Kontrollanwendungen sowie Kommunikation und Interoperabilität über das Internet, Wi-Fi oder das drahtlose Netzwerk bietet. Für Anwendungen, die mehr Leistung oder Energie benötigen, können zusätzliche Schränke installiert werden. Der PowerShaver 2 kann in Anwendungen von 10 Kilowatt bis zu einem Megawatt eingesetzt werden. So viel zum PowerShaver 2 von Pixi. Wenn ich jetzt euer Interesse geweckt habe, sprecht gerne euren Kranich-Ansprechpartner darauf an oder schaut auf unserer Gewerbespeicher-Themenwelt vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.